Sie sind das Essen. Und wir sind die Jäger. Willkommen zu einem neuen Versus mit mir, Nagi und dem guten Lloyd. Hallo allerseits. Wir haben uns heute zusammengefunden, um Duck Hunt zu spielen. Das hat sich der liebe, wirklich sehr liebe André Mers gewünscht. André Mers, du bist so lieb, Alter. Ja, yep, wir danken dir auf jeden Fall für den Vorschlag. Und Duck Hunt ist für die Wii U Virtual Console erhältlich und man kann es sogar mit dem Wii Zapper inklusive Fadenkreuz spielen. Und möchtest du anfangen? Nee, mach du ruhig. Ich überlasse dir den Vortritt. Okay, ich bin ein bisschen der Veteran in dem Spiel, kann man sagen. Wir müssen jetzt so nebenbei erwähnen, wir sitzen ein bisschen weit vor dem Monitor weg. Das ist aufgrund der Aufnahme so, wie wir das machen. Und deswegen glaube ich, ich könnte leichte Probleme haben, aber ich gucke einfach mal, wie es wird. Und man sieht schon, ich zittere so ein bisschen. Epilepsie, los geht's. Das Ziel von Duck Hunt ist, wer hätte es gedacht, man muss Enten abschießen. Aber keine richtigen Enten, ne? Nur so virtuelle. Also nicht gleich Peter anrufen. Oh Mann. Und ja, wir haben auf Game Mode B gestellt, damit wir halt zwei Enten haben, damit es nicht... Verdammt. Damit es nicht ewig dauert. Und damit es ein bisschen herausfordernder ist. Boah, die habe ich gerade noch erwischt. Gerade noch, ich weiß ja nicht. Bam! Im Übrigen, hast du schon mal Ente gegessen? Nein. Och, wie spiel ich denn? Aber naja, ich habe die erste Runde noch geschafft. Da unten sieht man diese blaue Leiste. Wenn man so viele Enten erwischt hat, dann kommt man in die nächste Runde. Ich weiß auch nicht, ob ich störe, wenn ich jetzt mit dir rede, von daher... Nein, das ist schon okay. Ich könnte auch Selbstgespräche führen, also das kann ich sehr gut. Komm her, du asoziales Stück Fleisch. Asoziales Stück Fleisch, weißt du? Ich als Ex-Entenbesitzer kann das nicht gut heißen. Verzeihung, das habe ich ganz vergessen. Och Mann! Das ist auch eines der Gründe, warum ich keine Ente esse. Noch nie gegessen und werde ich auch niemals machen, denn ich hatte eine Ente, habe sie großgezogen, die ist mir hinterhergelaufen und nee, seitdem, das kann man einfach gar nicht mehr. Na, das kann ich auch zu gut nachvollziehen. Aber ich kann dennoch dieses Spiel hier spielen, denn wie gesagt, es sind keine echten Enten. Deswegen machen mich Killer, also Killerspiele in Anführungszeichen, auch nicht zu einem Killer. Also Shooter. Nein. Oder sowas. Und nur weil ich da kann spiele, gehe ich nicht im Real Life auf Entenjagd. Und schon gar nicht mit dem Hund, der dich auslacht, wenn du mal nicht triffst. Was mir zum Glück bisher noch nicht passiert ist. So schlecht bist du gar nicht. Ja, jetzt nicht mehr, aber vorhin habe ich irgendwie meine Probleme gehabt. Aber jetzt komme ich so langsam wieder in die Materie rein. Perfekt! Not bad. Not bad, am I? Wer hat das nochmal gesagt? Lloyd Irwin. Genau. Dein Namensgeber. Mein Namensgeber würde ich jetzt nicht sagen, aber mein Namensvetter. What am I doing? You shooting daneben. I see. Wir könnten natürlich auch das Fadenkreuz ausstellen, aber dann wäre es ein bisschen sehr schwer und sehr kurz. Ja, ohne Fadenkreuz geht das doch, glaube ich, gar nicht, oder? Ich weiß nicht, also es könnte vielleicht gehen, nur ich würde es nicht schaffen, überhaupt nicht. What the... Komm doch... Scheiße, jetzt habe ich einen Schuss verfeuert. Es kommt davon. Nur weil ich mal Aggression an dem Hund rauslassen musste. Ich meine, wenn ich den Hund verprügeln möchte, kann ich das ja in Smash Bros. Machen. Stimmt, da gibt's noch was Charakter. Und auch bald als Amiibo. Ja, das ist nicht zu vergessen. Oh Mann, wenn ich jetzt nicht die beiden treffe, dann habe ich verloren. Hast du verloren? Ja. Oh. 43500. Gut. Das ist dein Highscore. Ja, der ist nicht besonders gut. Den wirst du bestimmt überbieten. Ich sehe es kommen. Das weiß ich nicht. Ich spüre nur, dass du mit Adrenalin dabei warst. Verzeihung. Es tut mir leid, dass ich das Pad so voll geschwitzt habe. Los geht's. Hey.
Ihr solltet mal sehen, wie er jetzt die Wiimote hält, als ob er hier voll der Waffenarsenal-Profi wäre. Was mir nicht sehr viel bringt, wie man sehen kann. Ja, bisher hast du ja alle erwischt, aber noch ist es ja auch... Nein! Keine Munition! Fuck! Dass ich den noch erwischt habe, wow. Bleib bloß einigermaßen am Leben, weil sonst ist dieses Versus ganz schnell vorbei. Das stimmt allerdings. Ich soll am Leben bleiben? Sterbe ich irgendwie? Ja. Hast dir aber ganz schön viel Zeit gelassen. Ja. Nein. Wo schießt du denn hin? Naja, ich schieße gern mal ins Blaue. Da könnten ja auch nervige Fliegen oder andere Insekten sein, ne? Ich sag doch, ich bin ein Entenfreund. Und treffe sie nur ungern. Naja, diese Runde hast du schon geschafft. Und er hat sogar ein Perfect. Ja, Mann. Oh, Backe, du hast schon meinen Highscore um die Hälfte geschlagen. Jetzt übertreib mal nicht. Na, ich glaube mal, der Leute wird mich heute nochmal schlagen. Das weiß ich nicht. Du, ich muss mich konzentrieren. Oh, oh. Ah, das war bitter. Au, au, au. Das Schöne an Duck Hunt ist ja, das kann wirklich jeder spielen. Das haben sogar meine Eltern, die zu Weihnachten hier waren, mit mir gespielt. Auf geht's. Round 4. Fight! Nee, Street Fighter hatten wir ja schon. Nein! Doch! Nein! Doch, das ist wirklich passiert! Mist! Okay, jetzt musst du nur noch 35.000, nee, 3.500 Punkte schaffen, dann hast du mich geschlagen. Ich würde mal sagen, der Lloyd, der hat schon gewonnen diese Runde. Es sei denn, ich verkacke jetzt alles. Dann dürftest du ja nur noch daneben schießen. Nein, du hast gewonnen. Wir könnten eigentlich das Video beenden, aber gucken wir mal, wie weit du kommst. Ja. Verdammt, damit gehst du jetzt mit 2 zu 1 in Führung. Ich muss mir mal wieder ein Spiel aussuchen, in dem du keine Chance hast. Sowas wie Mario Kart? Ja, sowas wie Mario Kart oder Smash Bros. Immerhin hat sich auch jemand Smash Bros. Gewünscht. Ja, aber Smash Bros., mal im Ernst, du zockst das nahezu jeden Tag. Jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag von mir aus. Oh, ich hab gewonnen. Ich dachte, ja, ich hab verloren. Ja, gerade noch so die Kurve gekriegt. Du gehst gleich auf die 50.000 zu. Ach, ich hab zweimal auf dieselbe Ente geschossen. Warum auch immer. Ich wollte sie halt wirklich tot sehen. Ja, ab Runde 6 wird schon ziemlich schnell. Nee. Also jetzt gibst du dir aber keine Mühe mehr. Eigentlich doch, aber... Oh Mann, ey. Ente! So viel zum Thema Entenfreund. Keine digitalen Enten. Die Enten sind scheiße. Okay. Du bist raus, aber du hast gewonnen. 5, 4, 600. Immerhin. Jo, damit geht Lloyd mit 2 zu 1 in Führung, also was Versus insgesamt angeht. Naja, aber es werden ja noch weitere Spiele folgen und ich weiß, dass ich jetzt größtenteils nur Glück hatte. Ja, ich werde es dir nicht einfach machen. Hat man das Knacken jetzt gehört? Weiß ich nicht, vielleicht. Er hat jetzt mit den Fingern geknackt, deswegen musste er diese Pausen einlegen, dramatologisch. Ja. Nun ja, okay. Ich gönne dir aber den Sieg. Vielen Dank. Hast aber fair und ehrlich gewonnen, ich war einfach nicht gut diesmal. Aber ich sag ja, es werden noch andere Spiele folgen und ich wette, ich werde auch öfter wieder verlieren. Du willst noch dein Fett wegkriegen, das verspreche ich dir. Sehr wahrscheinlich. Nun ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart, Leute. Wir sehen uns bald mit einem neuen Versus wieder. Und bis zum nächsten Mal. Yo, tschüss, Leute. Bis dann. Ciao.
Das war das Ende, nicht der Anfang. Tortel.